Sowas macht man nicht allein. Okay, wieso nicht? Wenn wir Introvertierten davon sprechen, dass wir Zeit für uns brauchen, dann vermuten andere Menschen oft, dass wir ein sehr langweiliges Leben führen. Mag für einige ja auch stimmen. Aber eine Menge Introvertierte tun viele Dinge eben einfach allein. Und das tut auch gar nicht weh. Ich war dieses Jahr schon einmal allein im Kino, aber da habe ich keine Aufnahmen gemacht. Ich wollte eigentlich nochmal extra los, damit es authentischer wirkt, aber für diesen ersten Punkt bleibe ich nochmal bei Stockvideos. Meiner Meinung nach gibt es durchaus Filme, die man eher mit anderen Menschen schauen sollte. Ich habe beispielsweise Spider-Man No Way Home alleine und nicht mal im Kino geguckt. Ein Film, der wohl 80% seiner Qualität durch das gemeinsame Erlebnis erhält. Generell sind Filme, über die man noch quatschen möchte, mit einem Kinopartner besser als ohne. Aber, großes Aber, wer gerne Filme guckt, der sollte sich das auch niemals verwehren, nur weil gerade keiner Zeit oder Interesse hat. Um einen Film auf großer Leinwand zu erleben, braucht es erstmal nicht mehr als ein Ticket. Ich war das erste Mal 2009 allein im Kino, dieses Jahr wieder, und es kostet erstmal ein bisschen Überwindung. Speziell an der Kasse zu stehen und zu sagen, ja, nur ein Ticket bitte. Aber sobald man das einmal gemacht hat, weiß man auch, dass es gar nicht schlimm ist. Das Popcorn schmeckt trotzdem und der Film ist, hoffentlich zumindest, trotzdem gut. Sich selbst ein schönes Erlebnis zu verweigern, nur weil keiner da ist keine gute Idee. Zumal es ja noch die Situation gibt, dass man zwar Leute hätte, die mit ins Kino gehen, die aber, wie sage ich das jetzt, nicht so gut aufgepasst haben, als die Manieren verteilt wurden. Bevor man mit Handyspielern oder alle 2 Sekunden nachfragen, was gerade passiert ist, Kinobesuchern hingeht, geht man doch lieber allein, oder? Ich bin vor 9 Jahren alleine nach Australien geflogen. Für 6 Monate. Theoretisch, um dort zu studieren. Das hatte so seine Höhen und Tiefen. Aber dass Alleinreisen möglich ist, das steht seitdem bei mir eindeutig fest. Mit dieser Meinung bin ich natürlich auch nicht allein. Nur klingt das bei den meisten Menschen eher so. Du reist ja nicht wirklich allein, egal wo du hinkommst. Du findest überall interessante Menschen, die du kennenlernen kannst. Ja, gut, damit kämpfe ich ein bisschen. Mir ist Vertrautheit wichtig und aktiv neue Kontakte knüpfen fällt mir schwer. Diese tollen Gruppenerlebnisse fallen daher nicht einfach so vom Himmel und ich habe Druck gespürt, wenn ich nicht einfach so Anschluss gefunden habe. Nur reisen ja viele auch allein, um eben einfach allein zu sein. Klar trifft man Menschen, aber Menschen treffen und Menschen kennen sind ja verschiedene Dinge. Einige suchen die Abgeschiedenheit geradezu. Allein zu reisen geht selbstverständlich mit ein paar Herausforderungen einher, je nach Zielland zum Beispiel. Und die meisten werden wohl früher oder später auch mal einen Anflug von Einsamkeit spüren. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob es eine echte Reise über viele Wochen oder Monate hinweg ist oder einfach nur ein netter Urlaub. Im Urlaub würde ich mich nicht einsam fühlen. Dafür dauert er einfach nicht lang genug. Es ist wie beim Kino. Wenn du das Bedürfnis nach etwas hast, solltest du es dir ermöglichen, ohne zwingend auf andere angewiesen zu sein. Und wenn du wirklich gerade in einer kleinen Sinnkrise steckst, ist ein Tapetenwechsel, bei dem du mal richtig auf dich und dein Leben schaust, vielleicht genau das Richtige. Dieser Kanal hat Wanderlust im Namen, also wäre es wohl komisch, wenn ich Wandern bzw. Outdoor-Aktivitäten nicht auf die Liste nehmen würde. Spazieren, Wandern, Radtouren, all das kannst du problemlos allein angehen. Gut, kommt drauf an. Natürlich musst du auf deine eigene Sicherheit achten. Nachts allein in komischen Gegenden unterwegs zu sein, ist vielleicht keine gute Idee. Und bei längeren Touren, ob zu Fuß oder mit dem Rad, musst du genug zu essen dabei haben, genug Wasser und Sonnencreme. Ein geladenes Handy für Notfälle ist ebenfalls eine gute Idee. Oder aber du nutzt diese Freizeitaktivitäten, um nicht mehr allein zu sein. Denn nicht jeder, der so ein Video hier anschaut, ist freiwillig allein. Es kann ja sein, dass du gerne auch mehr Kontakte hättest. Fast jede Kleinstadt und definitiv jede Großstadt hat Treffen für Wanderlustige oder für Fahrradenthusiasten. Und falls es das nicht gibt, kannst du starten. Wenn man sich zu einer gemeinsamen Aktivität trifft, ist man in Bewegung, was mir persönlich sehr dabei hilft, nicht zu verkopft zu sein. Zeit in der Natur und Bewegung, ohne sich völlig zu verausgaben, haben einen unfassbar großen Einfluss auf unsere körperliche und mentale Gesundheit. Und es gibt keinen Grund, das nicht in den Alltag einzubauen. Schon gar nicht, dass das allein nicht sinnvoll wäre. Ob du allein bleibst, ob es beim Wandern bleibt oder ob du bald schon was anderes machst, ist eigentlich wurscht.
aber ab in die Natur mit dir. Einerseits denken jetzt einige, oh Gott, wie kann sie Menschen sagen, sie sollen Dinge allein machen? Man muss doch fördern, dass die Leute Kontakt finden. Andererseits weiß ich genau, dass der eine oder andere schon genervt ist, wenn ich erwähne, dass die Einzeltätigkeiten auch zu neuen Kontakten führen können. Denn das brauche ich nicht, das will ich nicht, ich will für sowas keine Tipps. Willkommen in meiner Welt, in der ich nie genau weiß, wer meine Videos am Ende gucken wird. Und willkommen in der Welt, in der du gern allein entscheiden darfst, wie viel du von dieser Liste mitnimmst und ob du überhaupt etwas verändern möchtest. Es gibt viele Gründe, warum man lieber allein ist. Vielleicht ist es temporär, weil die soziale Batterie leer ist. Oder aber man ist einfach überzeugter Einzelgänger. Dieses Video hier ist in einer Zeit entstanden, in der es mir relativ schlecht ging. Mich in solchen Phasen zu Kontakten zu zwingen, ist überhaupt keine gute Idee. Aber gar nichts zu tun und untätig zu sein eben auch nicht. So ist auch die Idee für dieses Video entstanden. Manche Menschen brauchen einfach ein Ziel, um etwas Neues zu beginnen. Spazieren ohne Endpunkt oder ohne Kilometervorgabe wäre ihnen viel zu langweilig. Für diese Menschen kann es interessant sein, einen Side-Hustle zu starten. Bitte keine Schnappatmung bekommen, der Begriff ist nun mal in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Man könnte da auch von Nebenjob oder Zusatzverdienst sprechen. Aber meist sind Side-Hustles schon irgendwie aktive Projekte, mit denen man sich etwas aufbauen will. Ein Buch schreiben, Fotos verkaufen, Kunst verkaufen, einen YouTube-Kanal starten. Nichts davon ist so leicht, wie es Side-Hustle-Bros und Sisters uns verkaufen wollen. Aber im Normalfall ist es problemlos als Solo-Mission umsetzbar. Und wie gesagt, das ist vor allem für Menschen interessant, die projektbasiert denken. Oder die notgedrungen einen Nebenjob brauchen, für den sie aber nicht nochmal unter Menschen gehen müssen. Wer schon einen sozialen Job oder Alltag hat, der braucht als Nebenjob eher etwas, was er allein angehen kann. Also wenn dir die typischen Hobby-Tipps wie Sport, Nähen oder Lesen nichts bringen, dann kannst du Geld verdienen durchaus als Freizeitaktivität nur für dich verstehen. So, um mir den Geschmack von Side-Hustle aus dem Mund zu waschen, mal was Schöneres. Helfen kannst du auch allein. Es kann schwierig sein, wenn wir introvertiert sind und trotzdem einen Drang zum Weltverbessern spüren. Denn wo wird die Priorität gesetzt? Bei der eigenen Gesundheit oder bei der Hilfe für andere? Oft wird Menschen, die allein sind, aber Kontakt suchen, vorgeschlagen, ein Ehrenamt auszuüben. Und ich werde garantiert nicht abstreiten, dass das grundsätzlich eine ehrenwerte und gute Idee ist. Aber eben nicht für alle. Lebensumstände und persönliche Bedürfnisse können da einen Strich durch die Rechnung machen. Heißt das dann also, dass diese Menschen nur ihr eigenes Süppchen kochen? Nicht unbedingt. So kannst du dir beispielsweise Handschuhe und einen Mülleimer schnappen und Müll sammeln gehen. Manche Städte und Gemeinden geben dafür sogar Tipps. Du leistest einen Beitrag, musst aber nicht auf andere Menschen angewiesen sein. Eine andere Option ist das Dokumentieren von Pflanzen- und Tierarten für verschiedene Projekte. Hier mal ein Beispiel. Observation.org ist eine in der EU basierte Plattform für Bürgerwissenschaft und Monitoring der Biodiversität. Es wurde 2004 in den Niederlanden gegründet. Seit seinen bescheidenen Anfängen als Website hat es sich schnell zu einem globalen Datenknotenpunkt zur Biodiversität entwickelt und beeindruckende 230 Millionen Beobachtungen gesammelt. Wer also viel und gerne draußen unterwegs ist, kann dort und bei anderen Projekten fleißig mithelfen. Es gibt weitere Optionen, um zu helfen, ohne sozialer werden zu müssen. Zum Beispiel könntest du gebrauchte Gegenstände aufbereiten oder reparieren. Dafür musst du natürlich handwerklich begabt sein. Backen für den guten Zweck ist auch eine Idee. Einfach im Seniorenheim oder Jugendhaus oder sonst wo, wo Bedarf ist, vorbeibringen. Bei diesen beiden Beispielen musste ich wieder auf Stockvideos zurückgreifen, da ich weder ein Regal aufhängen noch Kuchen backen kann, es sei denn, ich nehme menschliche Verluste in Kauf. Eine dritte Option ist Haus- oder Pet-Sitting für Menschen, die verreisen. Das kann man als Nettigkeit machen oder gegen einen kleinen Obolus. Wie du siehst, gern allein zu sein heißt nicht, dass wir nur auf uns selbst schauen müssen. Es gibt Mittel und Wege, Gutes zu tun, ohne dabei die soziale Batterie in den roten Bereich treiben zu müssen. Du weißt schon, was jetzt kommt. Ab in die Kommentare mit dir. Erzähle gerne, was du allein machst, obwohl es traditionell eher als Gruppentätigkeit gilt. Immer dran denken, dass nicht nur ich die Kommentare lese, sondern auch andere Zuschauer, die durch deinen Kommentar möglicherweise einen sehr wertvollen Tipp erhalten.